willkommen bei Stand-Up 3000 hier im alten Pfandhaus in Köln. Sensationell. Bombe. Yes. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben natürlich wieder unser Oberthema. Und das ist heute, früher war es anders. Als ich noch jung war, vor 2 Wochen, als ich noch jung war. Ja, meine Kindheit, ich bin 88er Jahrgang. Ja, wir haben damals noch richtig geschwitzt und gelitten beim Computerspielen. Erinnert ihr euch noch an Mario Party? Auf dem Nintendo 64, wo du diesen Controller hattest und mit der flachen Hand den Controller... Und dein Nachbarskind, den du eh gehasst hast, ja, den du eh nicht leiden konntest, beide so gedreht, weil Mario wieder irgendwie so eine nutzlose Scheiße machen muss, keine Ahnung, so ein Paddelboot paddeln im Spiel und du so, schneller Mario, schneller! Und dann blutet deine Handfläche, ja. Ich hab dann mit der linken Hand gedreht, beide Handflächen bluten, ich komm so zu meinen Eltern. Beide katholisch, die dachten, ich wäre Jesus. Auf jeden Fall haben wir dazu natürlich auch wieder 3 sensationelle Gäste heute. Und ich freue mich total, dass sie da sind. Der erste Gast, den nächsten Comedian, den ich jetzt ansagen darf, den finde ich großartig. Der hat sehr große Erfolge auf YouTube. Ich habe sehr viele Videos von ihm auf YouPorn gesehen, auch mehrmals. Und er ist quasi als Hantel zur Welt gekommen. Er ist wahnsinnig durchtrainiert und super witzig. Großen Applaus für den wunderbaren Tutti Tran! Ja, Leute, in meiner Kindheit ist wirklich einiges schiefgelaufen, beginnend bei meinem Namen. Ihr habt es gehört, Tutti Trans mein Name, aber mein richtiger Name auf dem deutschen Pass ist Thomas. Vor allem, ich stehe ja wirklich sehr motivierend jeden Morgen auf und gucke ins Spiel und denke mir jedes Mal, nee, Mann, also, das passt immer noch nicht, Alter. Es tauchen Fragen auf. Ich habe meine Mutter mal gefragt, Mama, was war los? Warst du etwas übermotiviert mit der Integration? Vor allem denke ich mir, warum Thomas? Warum nicht Jens? Meine Mutter guckte mich an und sagte, weißt du was? Sei froh, dein Vater wollte eigentlich Hurensohn. Wo ich mir denke, Hurensohn könnte mein Vater wenigstens aussprechen. Zu mir sagt er heute immer noch, Tomat. Was ist denn Ditte? Ich versuche ihn noch zu korrigieren, ich sag Dicker. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich sag Vater, das heißt Thomas. Ja, ich weiß. Du denkst, ich bin dumm? Ich sag doch Thomas. Hey Leute, wie ihr seht, ich bin Berliner. Nein, ich bin Vietnamese, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Also heißt für euch, ich bin ein klassischer Reisbürger. Komm mal ganz kurz. Ich wurde aufgrund meines Aussehens damals als Kind schon diskriminiert. Ja, es gab immer so Witze wie Xing Shang Shang, Chinesen und Karton. Genau, ihr wart die Mobber, Alter. Guck mal, ich krieg heute immer Sprüche wie, ey, Tutti, du kannst doch bestimmt mit offenen Augen durch den Sandsturm laufen. Ja? Oder Tutti, wenn wir mit dir blinde Kuh spielen, müssen wir eigentlich auch die Augen verbinden? Falls ja, reicht da Zahnseide? Ja. Ich denke mir, warum gehen nicht zu so einem großen, starken Afrikaner und fragen den mal, ob er mit seinen großen Nasenlöchern aus 2 Kilometern Entfernung Chicken Wings riechen kann? Aber der traut sich ja wieder keiner, wa? Bei uns Asiaten kann man es ja machen. Und noch besser, warum gehen meine Freunde nicht mal zu so einem Kosovo-Albaner? Und fragen, warum deren Köpfe so aussehen wie Backsteine? Ich meine nur. Wie gesagt, bei uns kann man es ja machen. Oh mein Gott, ihr Asiaten, ihr seid so süß, oh mein Gott.
Und wenn ihr so richtig ausrastet, seid ihr süß-sauer. Guck mal, Leute, ich habe vor 6 Jahren Sport studiert. Ich war 6 Jahre lang Personal Trainer. Danke. Ich hatte mal ein Probetraining gehabt. Ja, ist ja klar, macht Sinn, ist legitim. Man muss erstmal ein Probetraining vereinbaren und gucken, macht das überhaupt Spaß. Ja? Der Typ kam zum Termin, kam durch die Tür, sah mich und macht den hier. Wow, bist du heute mein Trainer? Wow. Wer macht denn sowas? Ich kann auch nicht morgens zu einem deutschen Bäcker bestellen, so meine 5 Brötchen. Oder hey? Aber wie gesagt, dementsprechend bin ich selber so geworden. Ich kann rassistische Äußerungen nicht mal für mich behalten. Ich hatte auf Arbeit eine schwarze Kollegin gehabt. Also sie selber sagt, nee, ich bin Karamell. Ich sag, nee, Karamell ist süß. Die war im Pauseraum gewesen und hat so gerade richtig genüsslich einen Kakao getrunken. Ich hab's gesehen, bin so hingegangen. So, na? Farbe auftanken? Ich war so richtig am Kichern, sie war richtig angepisst. Sie tippt mich an und sagte, Tutti, weißt du, was der Unterschied zwischen euch Asiaten und Rassismus ist? Im Gegensatz zu euch hat Rassismus mehrere Gesichter. Touché. Mein Name ist Tutti Tran, Comedy Central. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tutti Tran. Tutti Tran. Das ist auch mal schön, wenn man ihn unverpixelt sieht. Der nächste Comedian, der jetzt auf die Bühne kommt, den liebe ich, ohne Witz. Ich finde ihn absolut großartig. Ich kenne ihn schon ganz lange und ich bin wahnsinnig froh, dass er seine Frisur pünktlich zur Sendung bändigen konnte. Er kommt aus dem Iran, ja, und ja. Ist aber so, Bombenstimmung ist angesagt. Er ist wirklich für mich einer meiner absoluten Lieblingscomedians. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Bettler, dem es egal ist, dass er arm ist. Ja? Er hat wirklich einen mega coolen Style. Ich liebe ihn abgöttisch. Ich finde es wahnsinnig geil, dass er heute Abend hier ist. Ihr werdet euch wegschmeißen. Hier ist Masud! Total verwirrt. Sag mal, Mädchen da, was mich anguckt, als wäre ich ein Baum. Glänzt meine Stirn? Ich bin da total. Ich hab voll. Das ist das Ding, weißt du, wenn man so eine hohe Stirn hat, dann ist man immer so paranoid, wenn das Licht scheint oder die Sonne, dann ist immer so grrr, Spiegel. Ist peinlich, Alter. Ich hatte früher voll Komplexe, ich bin immer so rumgelaufen, damit es nicht auffällt. Alle dachten, ich habe gerade irgendwas entdeckt. Oh mein Gott! Ich hatte eine Freundin und ihre Stirn war sogar noch höher. Ich glaube, deswegen habe ich auch nur mit ihr abgehangen, damit es nicht auffällt. So wie fette Leute, die mit noch fetteren Leuten abhängen. Aber sie war sehr selbstironisch, was das anging. Und einmal, ab und zu hatten wir Sex. Und ich wusste, wo sie wohnt, das wollte ich sagen. Und einmal, jedenfalls war ich bei ihr zu Hause, aber sie hat schon geschlafen. Ist nicht so, dass ich eingebrochen bin. Deswegen wollte ich es vorher gesagt haben, weißt du, sie wusste, dass ich komme. Aber sie hat schon geschlafen und da hat sie auf ihre Stirn geschrieben, sorry, ich war müde. Essen ist im Kühlschrank. Und dann bin ich auch früher aufgewacht als sie. Sie war ein kompletter Penner. Und habe draufgeschrieben, sorry, musste los. Danke fürs Essen, war voll lecker. Übrigens, Tobi hat angerufen. Nächste Woche geht klar. HDL, ach, weißt du was? Ich schreib's aus. Hab dich lieb. Gruß, Masud Akbar Sorde. Ja, das ist mein Humor. Gibt's Fragen soweit? Ich habe letztens in der Nachrichten gehört, also Radio, Oldschool, habe gehört, der Nachrichtensprecher meinte, gestern Abend wurden in Frankfurt auf der Straße 2 Frauen ohne Vorwarnung abgestochen. Und ich musste lachen. Wegen diesem ohne Vorwarnung wird's dadurch schlimmer.
wenn es jetzt drei Frauen gewesen wären und einer hat überlebt und sie geht zur Polizei und sagt, ja, dann kam der Typ raus und meinte, wir stechen euch. Und er meint so, Moment mal, ihr wurdet vorgewarnt. Seid ihr ein bisschen selber schuld. Ja, so meine Welt. Leute denken mal, ich sei bekifft, weil ich so langsam rede. Die kommen nicht drauf klar, dass jemand einfach ruhig ist, so langsam redet. Die denken mal, da sind Drogen im Spiel. Weil das Ding ist, du hast ja einen Text, ist ja hier Arbeit, was ich mache. Und ich denke mir, warum soll ich schneller sagen? Ich werde ja pro Minute bezahlt, weißt du? Habe ich ja auch nichts davon, wenn ich das alles in einer Minute raushaue. Wäre scheiße. Leute kommen nicht klar damit, weißt du? Die denken, wenn jemand ruhig ist und langsam redet, sind Drogen im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Letztens nach der Show, da war eine Party. Party heißt in dem Zusammenhang einfach nur, drei Leute waren noch vorm Theater. Und einer hat mir was zu rauchen angeboten und ich meinte so, nee, danke. Und der guckt mich an und meint so, hey, das ist ein Joint. Und ich sag so, ja, okay, chill mal. Ich meine, ich gehe davon aus, dass es ein Joint ist. Wie scheiße wäre es, wenn er mir einfach eine angerauchte Zigarette anbietet? Was ist das für eine asoziale Party, auf die du gehst? Wobei, in Berlin geht sowas klar. In Berlin gibt es für alles eine Party. In Berlin, da komme ich her, meinte zwar Iran, aber ich spreche ziemlich gut Deutsch, falls ihr es gemerkt habt. Ich lebe mittlerweile hier. Anderes Mal war ich an der Kasse vom Supermarkt und die Kassiererin war ziemlich süß, was selten ist. Normalerweise das sind mal etwas ältere, dickere Frauen mit so Sehenscheideentzündung, Handschuhen. Die sehen alle aus wie Profibowler, weißt du? Aber sie war ziemlich süß, deswegen dachte ich, ich flirte sie mal an mit so einem Standardspruch, wie man kennt aus Film und Fernsehen. Ich meine, Nadu, wann hast du Feierabend? Und sie, die Öffnungszeiten stehen draußen an der Tür. Du Freak. Ja, Berlin. Ich fahre gern Bus. Am liebsten fahre ich Bus, wenn zwei Busse derselben Linie gerade an der Haltestelle stehen. Weil dann steige ich in den hinteren Bus und sage dem Fahrer, verfolgen Sie den Bus. Ist egal, ob er es lustig findet. Das Ding ist, er muss es machen. Das ist Macht. Es ist Pseudomacht, aber ich nehme, was ich kriege, ist mir scheißegal. Mir ist jetzt auch aufgefallen, ich bin in dem Alter, ich trage immer noch Zeichentrickfiguren, aber ich bin jetzt in dem Alter, wo Kinder das tun, was ich sage. Nicht meine Kinder, sondern einfach so Kinder, die so da sind, weißt du? Du kannst einfach so Kinder zugehen und sagen, ey, was machst du da? Hör auf damit. Scheißegal, was die machen. Die fühlen sich erwischt und hören auf. Ist geil. Oder was isst du da? Schokolade? Gib mir die Schokolade. Ist geil, du kannst einfach auf Kinder zu. Geh nicht auf Kinder zu. Falsche Message. Warte. Leg einfach Schokolade hin und warte in den Büschen. Ich hab keine Ahnung. Feel the moment, weißt du? Ah, bescheuert. Ich musste letztens an Kindernamen nachdenken. Ich hatte sonst nichts zu tun. Und ich dachte mir, perfekter Name für Kinder wäre Burr. Ist genial, weil wenn du darüber nachdenkst, du bist am Spielplatz, zufällig, whatever, und da sind Eltern, die rufen ihre Kinder und sagen, Jan Lukas, Pascal. Es geht da voll auf den Hals, weißt du? Dann stehe ich einfach nur so, mach so, Burr. Burr, Doppelname, Burr. Ach ja. Kindsein war toll, ne? Das vermisse ich irgendwie. Die haben ihre eigenen Regeln, ihr eigenes System, ihre eigene Gesellschaft. Ich habe letztens gesehen, wie zwei Kinder gekämpft haben, diese Sandkasten, also Sandkastengeschichten. Die waren am Sandkasten, haben sich gekloppt und dann sind sie auf zwei andere Kinder gefallen, die irgendwie eine Sandburg gebaut haben. Und die Kinder, die Sandburg gebaut haben, waren so, hey, hey, keine Kämpfe im Sandburgbereich. Vom Tag halt. Und das andere Kind so, ja, kämpfe nur, kämpfe rein, oh mein Gott. Und die Erwachsenen, die Eltern, weißt du, die haben die Kinder alle ausgelacht und seltsam angeguckt. Und dann haben die Eltern alle mich seltsam angeguckt, weil sie gemerkt haben, ich bin der Einzige dort ohne Kinder. Dann habe ich meine Kamera genommen und bin gegangen. Du, ganz ehrlich, es geht ja nur ums Gucken. Wenn ich ins Zoo gehe, gehe ich ja auch nicht mit einer Giraffe hin, okay? Es geht ja nur ums Gucken. Ich gehe auch nicht raus mit dem Elefanten, es geht ja nur ums Gucken, okay? Bevor ich da wie ein Pedo dastehe, weißt du? Überhaupt, ich habe nicht mal ein Auto, ich kann nicht mein Kind entführen.
Ich müsste auf ein Kind zugehen und sagen, hey, komm mal mit, wir müssen aber zweimal umsteigen. Dankeschön, Rodales Bitches. Viel Spaß noch. Yeah. Masud! Mikrofon bitte da lassen. Masud! Der Beste. Einfach der Beste, ey. Ich finde das immer so geil, weil immer, wenn Masud auftritt, bepisse ich mich, Alter. Ich finde das so geil, weil mir ist einfach egal. Ich finde das einfach gut. Deswegen moderiere ich die Sendung so gerne, weil man hier auch mal Leute sieht, die noch nicht irgendwie bei den anderen Sendern so durchgereicht wurden und so. Hier sieht man so neue Leute einfach und... Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Er ist einer der kreativsten Stand-Upper, die wir haben. Einen großen Applaus für Salim Samatou! Bester Mann, vielen Dank, Leute. Vielen Dank, danke sehr. Vielen Dank, Leute, wirklich, wirklich in Tränen nahe, wirklich, Leute, denn ich bin selber vor kurzem Vater geworden, wirklich, ich kann es gar nicht fassen, vielen Dank, absolut niemand, wirklich, und das ist doch keine Leistung mehr, das kennt jeder von uns. Auf jeden Fall, das ist mir eine Sache aufgefallen, die wirklich früher anders war. Es ist übertrieben anstrengend, die Namensfindung, weil es gibt jedes Jahr diese Rangliste von beliebtesten Vornamen. Und ich weiß noch, früher war dieser Name Kevin, der war Nummer 1. Und dieser Name jetzt ist einfach nur... zur Seite, ne? Das war's. Noch mal ein paar Jahre davor war es Helmut, der wurde auch gedropkickt nach einem Jahr, das war's. Wirklich, das ändert sich schneller als diese DSDS-Charts, wirklich, ist vorbei. Aber das Gute ist, diese Rangliste gibt es nur hier bei uns in Deutschland. Die gibt es nicht in Marokko oder diesem orientalischen Raum. Gut, gibt's schon, aber diese Liste wurde seit 2000 Jahren nicht mehr geändert, Leute. Ich weiß nicht, es ist jedes Jahr die gleiche Zeremonie, jedes Mal. Salamu alaikum. Und nun, der beliebteste Vorname. 2000 Jahre in Folge, Mohammed. Riesenapplaus an Mohammed. Du hast wieder geschafft, du alter Scheißer. Hier ist dein Sucuk-Pokal-Shisha. Ab nach Hause, das war's. Platz 2, Ahmed. Platz 3, Ali. Das war's. Frauenabteilung, Platz 1, Aisha. Einmal wischen aufs Haus. Das war's. Das Ganze dauert 14 Sekunden, ist vorbei, die Scheiße, ne? Und die Einzigen, die wirklich kreativ sind bei der Namensfindung, sind wirklich Albaner, Leute. Ich weiß nicht, sind Albaner heute hier? Absolut niemand. Krass. Hatten wir einen Albaner-Türsteher, oder was? Ich glaube, die Tür war safe, Albaner gesichert. Doch, sie sind Albanerin? Respekt. Sie kann das bestätigen, Leute. Albaner benennen ihre Kinder immer wie Pokémon, Leute. Ich schwör's euch immer. Argon, Valon, Treton, Dilon, Marlon, Dalon, Philon, Pheton, Beton, Karton. Wirklich, die kommen direkt Level 1 auf die Welt. Canone, Kanone, Doppelkopf. Ne, das war's alles, was sie können, Leute. Wirklich. Die haben es drauf, Alter. Die sind Rolls Royce, diese Albaner. Wirklich. Deswegen, deswegen gibt es auch keine Fabriken in Albanien oder so. Was passiert denn da, wenn sich einer den Finger schneidet? Dann musst du aufs T-Shirt draufschreiben, 10% Nylon, 4% Dalon. Das ist einfach zum Kotzen. nichts gegen Albaner. Ich liebe sie sehr. Aber deutsche Vornamen sind die einzigen mit so einem Haltbarkeitsdatum dran. Wirklich, Leute. Wir sind die Einzigen. Mein Lieblingsname aller Zeiten, Eberhard. Leute, dieser Name ist wirklich... You are my only... Der ist der Beste. Haben wir einen Eberhard heute hier? Niemals, Alter. Wo findet man überhaupt noch Eberhard außerhalb von Körperwelten? Das war's, Alter. Als Model natürlich, als Model, wirklich. Der steht da. Das ist eine Eberpankreas, wirklich, Leute. Warum fasziniert mich dieser Name Eberhard? Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass jemand mal so ein süßes Baby auf die Welt gebracht hat. Und dann steht da der Arzt, wow, herzlichen Glückwunsch, wie wollen Sie diesen Engel nennen? Und dann die Eltern eiskalt, Eberhard, eindeutig. Das ist ganz klar ein Eberhard, ne? Wie abgefuckt muss man als Baby aussehen, damit man auf diesen Namen kommt, Alter? Weißt du, was ich meine? Das muss das älteste Baby der Welt gewesen sein, Leute. Das ist so beim Kreissaal. Es kommt kein Köpfchen raus, kommt sofort ein Rollator direkt. Die ganze... Willst du eine Flasche? Nein, ich will keine Flasche. Ich will Falschparker melden. Wo sind die Falschparker? Das ist... Let's Eberhard, son. Welcome, son. Das war's. Sonst kein Schuh. Wirklich, Eberhard, so klingt der Anführer von einer Wildschwein-Gang. Da ist es ein Eberhard, wirklich. Ganz viele Hirsche ramponieren den Wald. Wer war das? Das waren die Wildschweine. Wer ist ihr Anführer? Eberhard, davon, Leute.
Böser, böser Eberhard, ne? Aber ihr müsst wirklich, Leute, ihr müsst wirklich drauf achten, wie ihr euer Kind benennt. Weil je nachdem, was ihr ihm für einen Namen gebt, kann es sein, dass er bis zum Rest seines Lebens darunter leidet. Zum Beispiel meiner Meinung nach, die Leute, die am gestraftesten sind, sind all die, deren Nachname mit A beginnt. Wirklich, Leute, weil die müssen in der Schule, in der Universität, müssen die alles immer zuerst machen, Leute. Die sind quasi immer die Versuchskaninchen für alle anderen. Paradebeispiel ist Boxspringen. Kennt ihr das noch, dieses Boxspringen? Ist das noch erlaubt oder Amnesty International hat verboten? Bestimmt, safe, oder? Diesen scheiß Kinderkastrierer, ne? Das ist wirklich das schlimmste Ding. Wirklich, das ist richtige Klötenvernichter, dieses Ding, ne? Das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und ich mache das viel zu lange, Leute, weil worauf ich hinaus will. Kapiert. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, mein Sportlehrer war nicht wie die Sportlehrer heute. Heute die Sportlehrer sind wie so Profisportler, die irgendwie so eine kleine Entzündung haben, wirklich. Ich habe letztens meinen Sohn abgeholt beim Sportunterricht. Der Lehrer hat da so eine Rinderhälfte aufgebaut, kämpft. Wann sind die Kinder dran? Nee, nicht Kinder, ich mache das selber, freiwillig. Das war's, einfach so, ohne Sinn. Mein Sportlehrer, Leute, der sah aus wie Rainer Kallmund mit Fukuhila, Leute. Das war mein Sportlehrer. Wirklich, der kann immer rein, Sixpack, Oettinger, Tuba-Musik. Guten Tag, heute machen wir Boxspringen. Viel Spaß. Mach vor. Niemals, bitte nicht bescheuert. Also viel Spaß, ne? Und da war man so verdammt dankbar, wenn der eigene Nachname nicht mit A begonnen hat. Im Hintergrund, die Türken haben alle getanzt. Warum? Die hießen alle Yildiz und Yilmaz, ne? Die waren alle... Oh, Ayama, schicke dem, Baklava aufs Haus direkt. Japaner haben sich auch gefreut, Yamaha, Yamamoto, das war alles Gangnam-Style, wirklich, Chinesen, Chinesen reingekommen, Xiaozu in the house, ne? Und der Erste, ich werde seinen Namen nie wieder vergessen, Leute, wirklich, sein Name war Albrecht Ambrecht, Leute, der Typ. Der arme Arschtreter musste zweimal alles vormachen, ne? Der war wirklich unser Minenläufer quasi, ne? Der war... Wirklich, Leute, der hat sich an diesem scheiß Bock die Klöten gebrochen. Und wir standen da, High Five, so machen wir es nicht. Hast du gesehen? Hände höher, Bruder, Hände höher. Nummer zwei, Berthold Bestret, auch kastriert. Yeah. Wirklich, Sanitäter waren am rein und rauslaufen, das war's. Ich war so dankbar für meinen Namen, Leute. Salim Samatu. Egal ob Vor- oder Nachname, ne? SS hat mich gerettet. Auf jeden Fall, alles, was ich sagen will, ist, meinen nächsten Sohn, den nenne ich Zorro Giancarlos, Leute. Der will. Ganz wichtig, Giancarlos, ZY, ne? Der wird die Hausaufgaben immer haben. In der Zeit, wo die anderen abgehakt werden, hat der die fünfmal abgeschrieben. Und verkauft die an Zimmermann und Zumwinkel. Also, hier, nee, aufs Haus. Vielen Dank, Leute, das war's von mir. Danke sehr. Salim Samatu! Bleib bei uns! Bleib bei uns! Bleib bei uns! Alles entspannt! Das war Stand Up 3000! Heute bei mir zu Gast, Tutti Tran! Und der wunderbare Masoud! Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stand Up 3000. Heute unser Thema. Früher war es anders. Behaltet das Kind in euch am Leben, auch wenn ihr nicht schwanger seid. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.